So, Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Und wir suchen Big Boost Karussell. Genau, wir suchen nicht, wir besuchen. Wir haben es ja nämlich schon mal gefunden. Ach komm, das ist mir zu doof hier. Und ja, heute ist Sonntag. Heute ist der letzte Tag des Rummels, passenderweise. Und ja, ich bin vorhin dran vorbeigefahren, aber nicht hingegangen, weil, pff, was soll ich da? Rummel zackt einfach nur derbe ab. Also wenn, dann muss es schon ein richtig großer Jahrmarkt sein. Und nicht nur so ein kleiner Piss-Jahrmarkt. Das hat mich irgendwie noch nie interessiert. Boah, die geben auch so Kohle, ey. Ja, so war das geplant. Ich habe die zwar angeguckt und ja, ich habe trotzdem beide gekillt. Hua, hua. Ja, aber bei dir klappt das nicht, ne? Du bist ein ganz mieser. Ey, ich habe mich doch extra noch gedreht. Kann ich den so überhaupt killen? Ich glaube nicht. Ja! Bums. So, rück den Stern raus. Ich wollte gerade sagen, es hört sich doch auf zu drehen, ne? Jawohl. Ach ja. Big Boost Burg, ey. Ist auch schon geil von der Musik her. Ich meine, es ist eigentlich gar nicht so wirklich Musik da. Nur so ganz unscheinbar nebenbei, aber die unterstützt hier genau das Feeling. War es keine epische Kombo? Schade. Na gut, was kommen jetzt schon? Die Münzen? Nee, löse das Bücherei-Rätsel. Na gut, wollen wir mal gucken, was das Bücherei-Rätsel so für uns zu bieten hat. Wollen wir erstmal gucken, wo das ist. Das war irgendwo hier oben auf jeden Fall. Genau hier. Schade. Hätte ja klappen können. War das jetzt hier weiter rechts? Ich glaube nicht, oder? Nee, hier waren die Särge, ne? Genau. Ich glaube, ich hätte doch einfach mal ganz links gehen sollen. Ja, jetzt ist es hier in der letzten Tür, ich wette. So. Ja, da kann man sich auch mit dem Wandsprung einfach hochglitschen. Aber nee, sowas machen wir nicht. Ja! Indiana Jones Action. Dödöp. Ey, den anderen habe ich gar nicht aktiviert. Och, den auch nicht. Gut, ich musste einfach nur, ey, so gegenspringen. Aber anscheinend doch nicht. Oder? Doch. So, ein Sprung, ein Schlag, ein Sprungkick. Es geht doch. So, jetzt können wir auch ganz legal den Stern holen. Auch wenn wir hier mit dem Wandsprung oder irgendwie so rübergekommen wären. Ich weiß nicht, Wandsprung, Weitsprung, irgendwas konnte man da machen. Aber wir sind ja ehrlich. Mit ganzen 0 Münzen abgeschlossen. Egal, 4. Stern. Das hört sich nach roten Münzen an. Das bedeutet 100 Münzen Stern. Komm schon. Jawohl, finde die 8 roten Münzen. Dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal hier die Münzen ein. Und an der einen Stelle, wo man runter ins Karussell kann, wo ich ja aus Versehen runtergefallen bin. Da würde ich sagen, falle ich dann absichtlich runter und hole mir erstmal die ganzen Münzen von den Geistern unten. Die müssten da nämlich eigentlich noch sein. Nee, ich lege mich nicht mit dem Stuhl an. Der gibt nämlich keine Münzen, genau. So, aber du gibst Münzen, Thaddäus. Ich glaube, das Buch hieß Thaddäus. Ich könnte ja jetzt mal wieder erwähnen, dass ich einfach nur meinen Spieleberater rauskramen muss. Aber ihr kennt die Geschichte. So, kann man sich hier unsichtbar machen? Nee. Dann schnell wieder zurück! Oh, war das knapp. Egal, wenn ich schon mal dabei bin, tanke ich nach. Es kann ja nie schaden, unsichtbar zu sein, wenn man dann gleichzeitig auch unverwundbar ist. Nee. So, erste Tür geschafft, aus der zweiten wieder rausgekommen. Also geht's ab zur dritten. Und wir können keinen Schaden kriegen. Siehst du uns überhaupt, Glubschi? Ja, wir sind unsichtbar, aber er sieht uns trotzdem. Und dabei haben die uns im letzten Part noch vertickert,
was uns dann keiner sehen könnte. Aber naja, gut, wir sind unverwundbar, das reicht. Aber trotzdem, da hat uns das Spiel beschissen. Das haben sie falsch programmiert, muss man jetzt ja mal wirklich so sagen. Da unten hat man eine Tür durchscheinen gesehen. So. Ah, 36 Münzen. Wir sind fettreich. Du, Kumpel. Wow, ich wollte gerade sagen, bevor ich hier wieder absichtlich runterfalle, mache ich dich erstmal platt. So, war das jetzt hier schon die letzte Tür? Ja, genau, dann können wir echt mal runterfallen. Nein, es war nur mit Absicht. Ah, hier ist das Wasser extra tiefer, damit man keinen Fallschaden kriegt. Das ist sogar sozial hier. Wehe, hier sind jetzt keine Geister, das wäre scheiße. Doch, sind sie. Die geben alle 5 Münzen. Genau, es müssten 5 Geister sein. Das heißt, wir kriegen hier allein schon ein Viertel der Münzen. Boah, ich liebe es, ey. Double Kill. Okay, der war eigentlich nicht so geplant. Kommt jetzt der Große raus? Ja, aber gut. Der bringt mir nichts. Und ich werde unterbrochen. So eine Scheiße. So, weiter geht's. Ist ja erst 6 Tage her, dass ich die ersten 6 Minuten aufgenommen habe. Aber für euch ist das wieder mal nur ein kurzer Cut. Aber in diesen 6 Tagen, muss ich ja mal sagen, habe ich meinen Spieleberater rausgekramt. Jawohl. So, was heißt das? Das heißt, dass ich erstmal die Gewissheit habe, dass das Buch echt Thaddäus heißt. Hallo Glubschi. Glubschi habe ich noch gar nicht nachgeguckt, aber ja, ich glaube, der hieß so. Wie soll er auch sonst heißen? Vielleicht Glotzifotzi oder so, aber... Nee. Ich glaube, der ist Glubschi. Und, was habe ich noch rausgefunden? Dass hier eine Box ist. Nee, das weiß ich auch so. Zoom erstmal raus. Zoom erstmal rum. Da oben ist ein Leben, aber ich will die Münzen. Genau, ich habe nämlich noch rausgefunden... Ey. Dass es hier in dem gesamten Level insgesamt 151 Münzen gibt. Das heißt, wenn wir immerhin alle bis auf eine einsammeln, dann kriegen wir sogar 3 Leben. Und wir sind ja so lebengeil. Spinnen! Oh, die Spinne, ey, die rastet richtig aus. Ja, ja, und jetzt haust du ab, ne? Hässliches Vieh. So. Gut, ja, wollen wir doch mal gucken, ob wir hier 151 Münzen finden. Ja, ja, so viele Münzen, wie es damals, als ich klein war, noch Pokémon gab. So, ihr gebt mir auch Münzen. Die Viecher sehen lustig aus, echt. Was gibt's da, ein Leben? Hier ist der Schatten. Nein, Münzen! Und das nicht zu knapp. Gib alles her, so. Ja! Mann, ey. Ich hasse Spinnen. So. So, da müsst ihr jetzt schon wieder das Haus kommen gleich. Genau, vielleicht sind da Münzen drin. Die will ich ja nicht verpassen. Aber solange die hier noch stehen, komme ich vielleicht da hoch. Bums, ja, okay. Jawohl. Ja, hätten wir die verpasst, wäre es wohl nichts geworden. Sieht man uns jetzt überhaupt? Nö. Aber man sieht den Stern. Das, worauf es ankommt. So. 103. Die restlichen finden wir noch in den restlichen Räumen. Wo war ich denn? Ich glaube, ich war auf der kompletten unteren Etage. 4 rote Münzen habe ich. Ja, 4 unten, 4 oben. Klingt logisch. Gehen wir einfach mal oben gucken. Ich werde ja sehen, ob ich da schon war. Ah, so. Ey, diese komischen Grafikglitches, ey. Ich habe immer die verbuggtesten ROMs, glaube ich. Aber egal. Ja, hier gibt es gar keine Münzen, oder? Nö. Oder dahinter vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Aber warum springe ich da nicht durch? Weil ich mich auch mal treffen lassen wollte. Das ist ein guter Grund. So, hier ist die nächste. Aber ich glaube, ich muss auch schon den Part beenden. Kann das sein? 6,5 Minuten. Jetzt habe ich 3,5. Ja, würde ich sagen, muss ich wohl machen. So, dann gib mir noch 5 Münzen, bevor ich den hier beende. Kannst du mich auch mal sehen, bitte? Oh, jetzt hat er uns bemerkt. Ja, schieß doch, es bringt dir nichts.
Jetzt muss ich hier überziehen, weil der Blindfisch nicht mich nicht sieht. Oh jawohl, natürlich, er macht mir dann auch noch Schaden. Egal, das war's auf jeden Fall für diesen Part. Bis zum nächsten Mal, haut rein!